Hallihallo, kurze Zuschaueraufgabe. Wir hatten es ja mit Shell Command Injection. Eure Aufgabe ist es, herauszufinden, welches Problem hat die Installationsroutine von Screenlets. Wir haben hier ein Programm, das heißt Screenlets. Und die Installationsroutine hat zwei zumindest oder gar mehr Riesenprobleme. Tipp, ihr sucht das Skript, das ausgeführt wird, wenn man hier auf Installieren klickt. Ihr schaut euch dort in diesem Skript die Zeilen 77 bis 80 an. Ihr müsst euch aber beeilen, den Bug habe ich schon gemeldet. Eure Aufgabe ist es, mir dann zu sagen, wo sind die beiden Fehler, die man in den Zeilen gemacht hat. Na? Wir haben nämlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel das Screenlet zu installieren als Root. Ne? Doch bevor es jemals angeklickt worden ist, man kann ein Screenlet importieren als tar.gzip-Datei von jemand Fremden. Ja, das ist zwar generell dann irgendwo mal sicherheitskritisch, weil der könnte ja alles Mögliche reinprogrammieren, aber das ist es nicht, was ich meine. Die Installation hat schon ein Problem. Allein das Installieren, was nichts anderes ist als ein Kopieren des Screenlets in die entsprechenden zugehörigen Ordner, hat zwei massive Bugs. In den Zeilen 77 bis 80 des dazugehörigen Skripts. Und ihr habt die Aufgabe, mal zu posten, was sind denn die beiden Fehler, die man schon in diesen beiden wenigen Feldern gemacht hat. Schlimmstenfalls als Root, ne? Systemweit, könnte schon bei der Installation, also beim Reinkopiervorgang, alles Mögliche ausgeführt werden, ohne dass das Screenlet je angeklickt worden ist. Ich meine auch keins dieser vorhandenen Screenlets, das da ein Problem hätte, sondern die Installationsroutine zum Installieren eines neuen Screenlets ist dermaßen haarsträubend verkehrt, dass es ein gutes Thema ist, für Anfänger mal zu sehen, dass auch Programmierer solcher Programme Riesenblödsinn bauen. Ihr postet also, wie heißt das Skript, das für die Installation da ist? Und welche beiden Probleme habe ich in den Zeilen 77 bis 80 gefunden? Haarsträubende Probleme. Ihr postet, ich warte, Auflösung folgt. Und tschüss.